Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Thema Bobby Playtime. Und wir gucken uns heute die Daddy bzw. Familie Long Legs an. Also die ganze Mami-Daddy-Long-Legs-Familie, es wird richtig interessant. Cyber Studios, der Kanal, von dem wir die Videos heute anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Dickes Küsschen geht raus. Ich bin wieder gesund und munter und wünsche euch viel Spaß. Let's go. Uiuiui. Alles klar. Heute, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Chicken Nuggets, muss ich sagen. Okay, Leute. Ich huste ab und zu nochmal. Entschuldigt mich. Aber der Husten geht einfach nicht weg. Wir haben jetzt hier Grandpa Long Legs und Granny Long Legs? Digga. Es ist 16:45. Viel zu früh. Also für YouTuber ist das eine ganz schwierige Uhrzeit, Leute. Grandpa Long Legs, muss jetzt hier Eimer nehmen und erstmal rausgehen. Und was hat der jetzt vor? Verstehe ich nicht. Ah ja. Granny Long Legs wacht auf. Es ist 17:30. Und sie muss jetzt auch noch ein bisschen was erledigen. Okay. Ah ja. Bisher ist alles gut. Ich frage mich gerade, ob da jetzt gleich was Krasses passiert. Ne? Die holen jetzt erstmal Wasser. Ah, die wachen auf und bereiten hier direkt so einen Kochtopf vor. Okay. Pilze? Ah ja. Leute, wer kann denn bitte morgens um 6:45 schon was zu essen kochen? Also ich nicht. Da schlafe ich noch. Ich bin ehrlich. Leute, Hashtag schlafen in die Kommentare, wenn das bei euch auch so ist. Da ist Mami Long Legs und Daddy Long Legs, okay? Wohnen die auch in dem Haus? Mami macht jetzt hier erstmal Decke und so weiter. Und da ist das Baby? Baby Long Legs? Leute, wir kriegen heute einen Einblick in die ganze Familie. Irgendwie ist das eine süße Animation. Oh. Sieht ein bisschen aus wie ein Teenager und eher nicht wie ein Baby. Aber ist okay. Was zum... Was machen die denn da? Frühstücken? Ey! Huggy Wuggy ist jetzt auch mit dabei. Mit seiner ganzen Truppe. Ah, und die wohnen da alle gemeinschaftlich hier im Dorf, oder was? Das ist richtig so ein Chillo-Video, Digga. Sonst passiert da ja immer übelst krasser Kram. Aber ich habe gleich noch was Geiles für euch. Die würde ich nämlich gerne mal alle im Squid Game sehen. Ich sag, wie es ist. Jetzt wird da Salz reingekloppt, okay? Digga, ist das, Weißt du ja gerade Menschen rein? Mit Klamotten. Ja, und die haben hier noch Brokkoli und Was rein da, komm, gönn! Ja, dann müssen wir auch mal gönnen, ne? Wenn die Menschen, wenn die Menschen essen wollen, dann müssen wir auch mal gönnen. Glaube ich. Also, Leute, was geht denn da ab? Die rührt da noch ganz entspannt um. Ja, ein bisschen Menschensuppe. Und Daddy Long Legs ist jetzt hier im Wald. Baby Long Legs kommt hin. Papa, ich hab mir in die Hose gekackt. Oha. Alter, CSGO Sounds, Leute. Da laufen irgendwelche Soldaten. Und Daddy Long Legs will die jetzt essen, oder was? Krass. Als ob. Moin, ich bin's, Tim. Alles klar, der hat sich gerade einen Snack gegönnt. Der hat die einfach weggeschleudert, Mann. Und das Baby? Jetzt ist das Baby dran, oder was? Hey, Baby, mach die Menschen kalt. Einfach ein paar Soldaten, aber was soll's? Guck mal, die Armen, ne? Die hängen da, die haben gar keinen Plan. Oh je. Okay. Da ist eine Handgranate. Was? Das Baby? Die Handgranate überlebt? Oh mein Gott. WTF! Oh, da ist Siren Head. Endlich geht's los, Leute. Oha, der hat das Baby einfach weggetreten. Yo! Da kommt Daddy Long Legs. Fängt es auf. Digga, der Typ könnte auf jeden Fall ein Baseballgott sein. So als Fänger. Weißt du, wie ich meine? Catcher. Jetzt kommt Daddy Long Legs dahin. Und die Siren Heads greifen an. Und der nimmt sich den ersten, reißt dem anderen den Kopf ab. Und jetzt. Smackdown!
Alter Schwede. Guck ihn dir an, Digga, mit seinem Bart. Zu wild. Ja, dann essen die jetzt wohl Simonhead-Suppe, oder? Tja, habe ich mir schon fast gedacht. Huggy Wuggy, holt jetzt hier irgendwie einen Kollegen? Und ich weiß halt nicht, was macht die da für einen Trank? Dem geht's irgendwie nicht gut, ne? Der ist so komisch rot, so dunkel, so kirschrot. Ah, jetzt ist er wieder komplett rot. Ah ja. Aha. Okay. Coole Familie auf jeden Fall. Muss man sagen. Einfach mal im Leben von Familie Longlegs. Und das Ding kriegt jetzt ein Pflaster auf die Stirn, weil hat ja von seinen Händen eine übelste Schelle gekriegt. Und der Opa macht so einen kleinen Billo-Zaun, ne? Klar. Weil das ist, das bringt's ja auch. Aber gut, wir gehen rüber ins Squid Game, Leute. Let's fetz. Ah! Familie Longlegs, PJ Pakepilla und Bonzo sind im Squid Game. Leute, wehe, PJ Pakepilla überlebt's nicht. Das ist nämlich aktuell mein Lieblingscharakter aus Bobby Playtime. Und jetzt an der Stelle, Leute, schreibt mal gerne euren Lieblingscharakter in die Kommentare rein. Ich lese alles durch, guck mir die alle ganz in Ruhe am Wochenende an. Ich bin super, super gespannt. Bonzo, ich sag, der stirbt gleich relativ schnell. Bonzo ist so ein Trottel. Bonzo ist eigentlich so ein Vollidiot. Eigentlich schon. Ist ja keiner. Okay. Wir laufen jetzt wieder. PJ! PJ, nein! Nicht PJ! Nicht PJ, bitte! Ja! Er hat's überlebt! Er hat's überlebt! Er hat nur die Hälfte verloren! Lockeres Ding, Leute. PJ muss sich ja wohl noch weiter bewegen können, oder was? Ja. Ja, Mann! Ich sag doch, PJ ist der Killer. Easy. Bonzo ist der Erste, der drauf geht. Ich hab's gesagt. Ja, Leute, ich kenne doch die Poppy Playtime-Charaktere, ne? Tschüssing, mach's gut. Ciao. Digga, ich nehme alles zurück. Bonzo ist doch ein bisschen schlauer, als ich dachte. Tschüss, Grandpa Longlegs. Oh Gott, Granny Longlegs ist richtig sauer jetzt. Als ob. Digga, der hat einfach Bonzo weggekickt. Er ist ja eigentlich auch dran schuld, ne? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Okay. Da gab's gerade eine kleine Rakete rein. Tschüssi. Leute, was ist denn das, ey? Bonzo lebt immer noch. Also, ja. Die Granny Longlegs sind jetzt auf jeden Fall dead. Baby Longlegs, hat irgendwas vor. Ah, das Ding will Bonzo essen, glaube ich. Was passiert da jetzt? Ich verstehe es doch nicht so ganz, aber jetzt geht die Musik schon schneller. Die müssen jetzt wirklich sich beeilen. Dreht sich wieder um. Das Baby läuft noch und will wahrscheinlich das Ding benutzen, aber ist zu blöd dafür. Daddy Longlegs is dead. Oh Gott. Das Baby geht zurück. Da kommt schon die Nuke. Alles klar, Leute, die Missile ist da. Also so eine Rakete im Kopf, ne? Ist eigentlich immer nicht so gesund, Leute. Ja, also wenigstens sind ja noch ein paar Gliedmaßen da. Mama Longlegs hat das, glaube ich, nicht so gut gefallen. 5 Sekunden noch. Wird jemand diesen Charakter weglasern? Die laufen da alle hin, PJ kommt durch und Mama steht hinter der Linie. Und was passiert jetzt? Die ist halt richtig sauer. Oh Gott. Jo, erstmal Kabel aus dem Bauch rausgerissen und dann den Kopf weg. Auf entspannt. Nur leider sind echt viele gestorben. Aber Bonzo, PJ und Mami haben überlebt. Finde ich gut. Hauptsache PJ lebt, Leute.
Und das war's mit einem weiteren Video zu Poppy Playtime bzw. der Familie Long Legs. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Danke fürs Zusehen bis hierher. Dickes Küsschen geht raus. Dennoch.